Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 19 auf die letzte Stufe 20 zu kommen, müssen wir in der Region Good Hope Mountain 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden töten, wie ich diese Aufgabe jetzt schon hasse. 3 Gegner mit Sprengstoff kurz nach der Landung mit einem Fallschirm töten und wir müssen 3 Gegner gleichzeitig mit einem Helikopter überfahren, also plätten quasi. Ja, weil da so viel mit Fallschirm und Heli ist, habe ich die Funktion zum Fahrzeugruf, Entschuldigung, im Biwak aktiviert und habe mir hier schon einen Heli kommen lassen. Ich weiß, diese beiden Herausforderungen mit Fallschirm und mit Heli müssen eigentlich nicht hier gemacht werden, aber ich dachte, ich probiere es trotzdem mal. So, gut. Und ich habe mir hier eine M4A1 mit Unterlaufgranatwerfer geschnappt, in der Hoffnung, dass das als Sprengstoff zählt. So, schauen wir mal, wo könnten wir denn ein Dreiergrüppchen Gegner haben? Ist halt so blöd, dass man sich hier nicht wirklich umgucken kann. Also genau genommen brauchen wir eigentlich 2 Dreiergrüppchen Gegner. Ich muss dann tiefer fliegen. Ah, ich weiß wo. Moment mal, war da auch eine Patrouille gerade? Nee. Aber wenn wir so eine Patrouille am Straßenrand fänden, könnten wir die einfach blenden. Oh, oh. Oh Mann, ich will die Wildlands, die klassische Heli-Steuerung aus Wildlands wieder zurück. Ah. Oh Gott. Das ist wie ein fliegender Zug. Ich kann mich halt einfach gar nicht umgucken. Ich mit der Maus steuern muss und... Naja, das heißt muss. Ich steuere trotzdem eigentlich meistens mit der Tastatur. Aber ja, ich will mich halt gerne mit der Maus umgucken. So, wie viele seid ihr denn? Ihr könntet genug sein für ein paar Sprengstoffkills. Oh Gott, wo ist das denn hingeflogen? Oh, das war kein Gegner, verdammt. Alter. Wie kann man das treffen? Ah, so. Okay, gut, das war ein kalter, das war gar nichts. Ich glaube, ich gehe da nochmal, dann doch wieder mal zu meinem Lieblingsbiwak am Harris Forest. Weil dort halt eigentlich immer beim ersten Spawn zwei Dreiergruppen Gegner sind. Also einmal rechts und einmal links. Ich meine, wir waren für die letzten zwei oder drei Videos waren wir permanent hier. Also, ich meine, da macht's einmal mehr oder weniger auch nicht aus. So, hallo Heli, Dankeschön. Sofort aufbrechen. Ja. Ist jetzt noch ausgewählt, dass ich den im Granatwerfer schieße. Ja, ist es. Gut. So. Hier. Wow, das sind viele. Kriege ich aber nicht alle gleichzeitig. Weißt du was? Ich muss ja nur 3 kriegen. Ich hoffe, die despawnen jetzt nicht. Das wäre saugemein, wenn sie das tun würden. Oh, hallo. Na, ihr? So, das war das. Jetzt wieder zurück zum Biwak.
wieder ein Heli kommen lassen und dann die da hinten. Wie, das sind nur zwei. Mann, warum sind das denn jetzt nur zwei? Ihr wollt mich doch veräppeln. Komm, so geht's schneller. Ich kann schon wieder nicht die Leertaste. Es geht einfach nicht. Bugs, Bugs, Bugs. Bugs, Bugs, Bunny. Ich mache diese beiden Herausforderungen übrigens zuerst, weil sie wahrscheinlich schneller gehen als die, wie viel? 10, 20? Also Gegner innerhalb von 40 Sekunden halt. So. Biwak. Komm. So geht's schneller, glaube ich, als wenn ich das dahin renne. So, Heli, please. Und dann hoffen, dass wir was zum Überfahren finden. Oder Plätten, was auch immer. So, hier kann ich nochmal auf normales Schießen stellen. Gut. Seid ihr schon da? Nein. Da links waren zwei. Das ist leider einer zu wenig. So, haben wir hier welche? Nein. Schade. Da steht ein Dicker. Da haben wir welche. Jo, es hat gezählt. Nice. So, dann steigen wir mal ganz gemütlich aus. Verletzt? Bin ich? Nee. Nur so verletzt. Okay. Cool. So, das heißt. Hallo? Bin ich immer noch im Kampf? Ja, leider schon. Drohne einsetzen. Drohne einpacken. Bin ich immer noch im Kampf? Ja, da spreng ich mich jetzt. So. Und dann geht's Richtung Silent Mountain war's, ne? Schauen wir, wo es war. Nein, Good Hope Mountain, nicht Silent Mountain. Good Hope Mountain, das ist eins unten drunter. So, 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden. Was haben wir hier? Die Notunterkunft von Aurora. Vielleicht gibt's da ja 10 Gegner, die man gut treffen kann. Das wäre sehr schön. So, dann nochmal die Waffe wechseln. Und die Garage am Biwak kann ich eigentlich auch gerade deaktivieren. Hier R1. So. Und dann die Waffe wechseln, genau. Wieder auf meine 416 bitte. Wenn ich sie finde. Da ist er. Ne, 416 Scout. Jeden normal 416. Gut. Dann reiten wir los.
bin echt schon gespannt, ob die... Das ist genau hinter mir. Ob die... Der Heli ist trotzdem da? Obwohl ich das ausgemacht habe? Wenn er schon da ist, dann benutze ich ihn auch. Ja, ich bin echt schon gespannt, ob die Herausforderungen, die vermutlich für den Medic bestimmt waren, jetzt dann beim... Och, das ist das Ding. Wobei, wenn wir von unten kämen, hätten wir relativ viele Gegner. Allerdings... hätte ich von oben halt mehr Übersicht für diese Mutantschussdrohnen. Dächern sind ja keine Scharfschützen und dergleichen. So, wir haben hier niemanden. Seltsamer. Doch, da. Da war doch einer da. Einen, zwei. Dann haben wir hier. 3, die Drohnen zählt glaube ich auch. 4, 5. Ob das Ding zählt, weiß ich nicht. 6 hätten wir hier. Ich markiere mir die mal cheatigerweise. 6. Ah, hier ist 7. Wo sind die restlichen? Hier, warum sind hier so wenige Gegner? Da waren doch immer so viele Zweierpatrouillen, oder war das nur während der einen Mission, die hier war? Naja, okay. So, ich möchte nämlich diese Drohne mit einer Simultanschussdrohne ausstatten. Dann den Boten, damit er nicht abhaut. Den hier. Dann würde ich versuchen, dieses Zweierteam da hinten zu schnappen. Da hätten wir schon 5. Brauche ich aber noch 5. Können wir versuchen. So, haben wir 5. Scharfschütze. Ah, nee, nicht runterrutschen. Noch komm, Digga. So, 6. 7. Wo ist der eine, der da rumgelaufen ist? 8. Scheiße, mir fehlen Gegner. 9. 10. Wir haben es geschafft. Wir sind auf Stufe 20 und zwar einfach. Ich habe jetzt 5 Folgen aufgenommen und es ist einfach die kürzeste von allen. Oh, wie gut. Nice. Der Feldsanitäter ist fertig. Juhu, nice, geil. Jawohl, dann geht's in der nächsten Folge weiter mit wem? Mit dem Panther. Mit dem guten alten Panther endlich wieder eine Klasse, die ich gerne spiele. Ich hoffe, dass die Herausforderungen auch einigermaßen cool sind. Haben wir hier die neue MPX Tactical mit eingebautem Schalldämpfer, so wie es aussieht. Die Tactical-Varianten haben wir immer einen eingebauten Schalldämpfer und auf die Assault-Varianten geht kein Schalldämpfer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber damit will ich dich nicht weiter belästigen. Lass mir ein Abo da, wenn es dir gefallen hat und wenn du mehr sehen willst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.